Bei diesem Krieg geht es Russland nicht nur um Landgewinne. Als metaphysischen Kampf, so bezeichnete das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche Anfang März den Angriffskrieg. Am russischen Osterfest gab Kirill Putin seinen Segen. Russland stehe Kräften des Bösen gegenüber. So hatte der Patriarch zuvor den Krieg legitimiert. Man möchte, indem man apokalyptische Bilder entwirft, deutlich machen, um was es eigentlich geht. Um eine Transzendierung, nämlich dieser Auseinandersetzung. Es geht um den großen Geisteskampf zwischen dem Osten, der alle Werte sorgfältig bewahrt hat, und dem Westen, der den Verfall der Menschheit immer weiter vorantreibt. Anfang April rief Kirill in der Hauptkirche der Streitkräfte Russlands, ganz in der Nähe Moskaus, das Militär dazu auf, ihr Land so zu verteidigen, wie es nur Russen können. Die Kathedrale eröffnet vor knapp 2 Jahren. Symbol der Einheit zwischen russisch-orthodoxer Kirche, Staat, Volk und Militär. Mit Putin und Kirill an vorderster Front. Patriarch Kirill hat insofern einen besonderen Bezug zum Thema Militär und Verteidigung, als in seiner Wahrnehmung Russland ja angegriffen wird und die russische Welt, diese russische Zivilisation, von der er spricht, dass die unter dem Druck des Westens steht. Er hat in einer Predigt gesagt, dass der Krieg vor 8 Jahren begonnen habe und die Idee dahinter ist eben, die Ukrainer hätten den begonnen. Und jetzt komme die russische Armee den Bedrohten in der Ukraine zu Hilfe. Es ist die Traditionslinie, die die Orthodoxie immer verfolgt hat. Die Vorstellung ist, dass man in Symphonie mit dem Volk und mit der Regierung lebt. Und man hat keine andere Aufgabe als die der Führung, dem Volk zuzuarbeiten. Der Gleichklang von Staat und Religion. Mit der Taufe Wladimirs des Großen im Jahr 988 wird die russische Orthodoxie im mittelalterlichen Reich der Kiewer Rus zur Staatsreligion. Das Zarenreich führt diese Tradition fort. Erst die Oktoberrevolution 1917 bricht damit. Die Kirche gilt nun als konterrevolutionär. Priester werden mit heißem Pech übergossen, Kirchen zerstört oder als Wodka-Fabriken entwürdigt. Dann marschiert die Wehrmacht ein. Und trotz der Verfolgung der Kirche ruft Patriarch Sergius 1941 zur Verteidigung des Landes auf. Die Kirche finanziert aus eigenen Mitteln sogar eine Panzerdivision. Russland ist unser Vaterland und das müssen wir gegen Eindringlinge von außen verteidigen. Diese Idee ist sehr wichtig gewesen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Position der russischen Kirche sich nach dem Krieg geändert hat. Sie konnte existieren, wenn auch in engen Grenzen. Es gab kaum noch diese blutige Verfolgung. Der Preis, den die Kirche dafür bezahlt hat, war allerdings, dass sie eben die sowjetische Politik verteidigen musste. Nach dem Krieg kontrolliert Stalin die Kirche. Die russische Orthodoxie wird Instrument sowjetischer Außenpolitik. Mitten im Kalten Krieg propagieren russische Patriarchen im Weltkirchenrat in Genf das Bild der Sowjetunion als Friedensmacht. Rechtfertigen blutige Einsätze der Sowjetarmee als friedenserhaltende Maßnahmen. 1975 wird der Moskauer Patriarch Nikodem Präsident des Weltkirchenrats. Handschriftlichen Abschriften aus KGB-Archiven zufolge soll er als Agent gedient haben. Auch die Patriarchen Alexei II. Und der heutige Patriarch Kirill sollen demzufolge für den Sowjetgeheimdienst gearbeitet haben. Es gibt ja auch hier eine Tradition, dass die obersten Kirchenführer der russischen orthodoxen Kirche beim KGB angebunden sind. Und dafür gibt es eine Reihe von Dokumenten. Es war zu Sowjetzeiten kaum möglich, in dieser Kirche Karriere zu machen, ohne angebunden zu sein an den KGB. Mit der Perestroika erhält die orthodoxe Kirche weitreichende Freiheiten. Gorbatschow braucht sie für seinen Reformkurs. Im April 1988 empfängt er Patriarch Pimen im Kreml. Die Orthodoxie tritt aus ihrem Schattendasein.
Die Kirche fordert Privilegien, bittet sich vom Staat aus, andere Religionen klein zu halten. Im Gegenzug fühlt sie die ideologische Leerstelle, die der Sowjetkommunismus hinterlässt. Die Kirche hatte nach 70 Jahren Sowjetkommunismus die Notwendigkeit, sich zu erneuern, auf allen Ebenen, institutionell, spirituell, personell. Und auf der Ebene einer institutionellen Erneuerung und auch einer personellen, denn Personal muss bezahlt werden, war der Staat ein wichtiger Partner. Und diesen Weg ist das Moskauer Patriarchat gegangen, hat dadurch vielleicht auch Zwänge geschaffen, die sie noch enger hineingebracht haben in eine enge Verbindung und Unterstützung des Staates. Heute verbindet die Kirche nationale mit religiösen Interessen. Die Präsidentschaft Putins bezeichnete Kyrill als Wunder Gottes. Kyrill liefert Stichwörter für Putins Geopolitik. Der Begriff Russkij Mir stammt von ihm. Eine russische Welt, die Ansprüche auf Gebiete erhebt, in denen die russische Kultur präsent ist. Mit dieser Ideologie sind die Kriege der jüngsten Vergangenheit legitimiert worden. Seitdem sich 2019 eine eigenständige orthodoxe Kirche in der Ukraine gebildet und vom Moskauer Patriarchat abgespalten hat, drängt Kyrill darauf, seinen Einflussbereich zurückzugewinnen. Vor kurzem sprach er davon, dass die Völker der heiligen Rus vereint werden müssten. Dies schließt auch die Ukraine ein, eine Großmachtsfantasie, die er mit Putin teilt. Dass die Ukraine Teil Russlands sei, beziehungsweise dass die beiden eigentlich eine Einheit seien. Und das ist in dem Konzept des kanonischen Territoriums des Moskauer Patriarchats ganz klar so formuliert. Auf dem Territorium der Ukraine sollte es eigentlich nur eine orthodoxe Kirche geben und das sei die des Moskauer Patriarchats. Diese Vision liegt auch dem Handeln von Patriarch Kirill und seiner Unterstützung des Krieges zugrunde. Der russische Angriffskrieg bedroht auch die Vielfältigkeit orthodoxen Lebens in der Ukraine, das sich dort seit Jahrzehnten entwickelt hat. Derzeit sagen sich immer mehr russisch-orthodoxe Kirchen in der Ukraine los vom Moskauer Patriarchen. So könnte Kyrill am Ende durch seine Hybris isolierter dastehen als je zuvor.